Bavaria. Famous for Oktoberfest. Yeah, I know. But now we both live in Zurich. It's in the German part. Yeah, I know. What's that? Actually, German is my second language, but I understand. History event, so he decided to combine different events like Alexander Nevsky and then their fortress. And this building is the old Masonic hotel and for cuisine here. It was a bastion, but actually it was part of the hotel. It was initially created as a hotel and a restaurant. Yeah. Eine moldauische Festung, nicht die türkische, weil das, was Sie jetzt sehen, das ist eine türkische Festung. Also wurde von den Türken gebaut. Aber davor war hier eine moldauische Festung namens Tighina. Deswegen nennen die Moldauer diese Stadt nicht den Bären, sondern Tighina. Also nach dem Namen der Festung. Die Festung wurde schon in der Zeit des mittelalterlichen Moldawiens, das ist die Mitte des, also Anfang und Mitte des 15. Jahrhunderts, gebaut. Rumänien und östliche Moldau sind heute die Republik Moldau. Ja. Ja. Und dieser Teil, Bessarabien, war mehr als 100 Jahre, also man kann sagen 106 Jahre, ein Teil des russischen Imperiums, russischen Reiches und 50 Jahre ein Teil der Sowjetunion, von 1940 bis 1991, bis zum Zerfall der Sowjetunion. Natürlich mit Ausnahme von 3 Jahren, als hier die Nazis waren, von 41 bis 1946. Zeit der Okkupation. Okay. Kannst beginnen, ja. Ich warte auf. Ja, alles gut. Also ich kann dann. Bitte, ja. Der Andreas erzählen. Du wirst das später. Nimm mal dazu, ich hab's dazu. Okay. Wie du meinst. Also schau. Wir sind jetzt auf dem Territorium der Zitadelle. Und das erste, was wir hier sehen, das ist der sogenannte Pantheon des russischen Ruhmes. Also das Pantheon des russischen Ruhmes ist eigentlich eine Sammlung von verschiedenen Büsten. Sehr berühmten, bekannten Persönlichkeiten, Generälen, Oberbefehlshabern von den russischen Streitkräften, von der russischen Armee, meistens aus der Zeit des 19. Jahrhunderts, aber auch aus der Zeit des 20. Jahrhunderts. Also, wen sehen wir hier? Alexander Sussur, der Gründer der Stadt, Piotr Rumianz, ein General und vor allem ist natürlich bekannt, dass er Napoleon aus Moskau, aus Russland, Jahre 1880. Die sind nicht so bekannt, Nikolai Rajewski, Matthias Miller, ein deutscher Oberst in der russischen Armee, er kämpfte hier in Sibirien. Thank you.
Ich mache auch gleich noch, ja. Möchte dich auch setzen? Ja. Dabei. Jetzt kurz hier die Münchhausen noch kurz. Baron Münchhausen, ja. Jetzt kurz, ja. Ich mach von dir. Okay. Wow, nice. That is nice. Da kannst du nicht hoch. Alles klar. Unten ist ein Gefängnis. Ja. Ah, das schauen wir uns mal an. Ja, das ist interessant. Vielen Dank. Ja. Machen Video noch. Vielen Dank. Ich schaue mir das Gefängnis sehr gerne an. Ja, guten Tag. Gleichfalls. Vielen Dank.
Oh, nice. Wow. Das war wohl hier die Folterkammer. Der Käfig, ja. Oh, wow. Was ist da los? Oh je. Ja, das war ja auch Tortur. Folter haben die dort auch gemacht, genau. Die Türken, ne? Brutal, ja. Ja. Schöne Aussichten. Das ist sehr schön hier, ja. Also, Stadt kommen Sie? Dein Deutsch ist sehr gut. Ich komme aus Stuttgart. Aus Stuttgart? Stuttgart, Deutschland, ja. Wunderschön. Deutsch ist sehr gut. Ja. So Moldavia, oder? Nee, ich komme aus Russland. Ah, okay. Ich verstehe.
noch ein Bier. Okay, cool. Wow, nice. Andreas, ich bin ganz oben. Wir gehen, ja.